wirklich wahr. So, okay, dann warten wir mal ab, bis die ihr Öl abtransportiert haben. Da, nicht? Sind ja noch nicht so lange dabei. Wie sieht es jetzt aus mit dem Öl? Ja, wir haben es bald, wir haben es bald. Diesen Fleck können wir dann auch wegnehmen. Und dann machen wir hier den internationalen Flughafen hin. Das heißt, wir reißen dann im Prinzip sämtliche Gebäude ab. Ein neues Grundstück sitzt zum Verkauf. Ja, es stehen 1000 Grundstücke zum Verkauf, lieber Mann. Liebe Leute. Was habe ich denn jetzt angelegt? Dieses hier. Genau. So, was brauchen wir denn? Wir brauchen Bürogebiete. Ansonsten brauchen wir nicht viel. Das heißt, wir können hier Bürogebiete bauen. Also wie wäre es denn, wenn wir jetzt hier mal diese ganze Siedlung hier noch so ein bisschen ausweiten. Was ist eigentlich das hier für eine Straße? Achso, das ist die, die hier oben hingeht. Hier haben wir jetzt keinen Strom. Warum nicht? Habe ich das irgendwie nicht angeschlossen oder was? Bin ich so deppert? Wieso ist das weg? Hatte ich das nie angeschlossen oder was? Kann das sein? So, was motzt ihr jetzt rum? Ah ja, Kriminalität. Wollen wir hier oben ein extra Dings hinstellen? Nee, ne? Also. Aber wir können mal so einem Auto folgen, was hier oben parkt. Wenn denn einer wegfährt, was ich nicht weiß. Da kommt einer. Dann nehmen wir doch mal hier den Halt. Nehmen wir mal hier den Streifenwagen und fahren mal mit dem runter. Ich möchte doch mal sehen, wie sich das hier Ganze, wie das Ganze sich anfühlt, wenn man da runterfährt. So. Schauen wir mal. Ja, ich hatte ja schon bei der letzten Aufnahme, glaube ich, gesagt, dass wir mal in Frankreich waren. Am Puy de Dôme. Und da geht das also auch so hoch. Das ist ja ein Vulkankegel in Frankreich, nicht bei Clermont-Ferrand, glaube ich, oder Saint-Étienne oder wo auch immer, also in den französischen Mittelgebirgen da. In dem Vulkangelände, da ist auch ein Vulkanmuseum, das haben wir nicht besucht. Wir waren oben auf dem Gipfel. Naja, die Aussicht war nicht so bedeutend, weil das in Wolken war, aber oben ist auch so ein kleines Museum. Unten ist noch ein Museum, da waren wir nicht drin. Oben waren wir drin. Man kann sich das halt nicht immer aussuchen, wie das Wetter ist an dem Tag, wo man da ist, wenn man nur auf Durchreise ist. Wenn man da jetzt, sagen wir mal, mehrere Tage oder Wochen vielleicht sogar ist, dann kann man natürlich sich das Ganze angucken, wann man möchte. Ja, dann machen wir doch mal hier so Bürogebiete hin, sag ich mal. Also gehen wir mal hier raus. Was sind wir jetzt? Da sind wir. Machen wir doch mal hier so ein paar Bürogebiete hin. Und zwar, wir haben ja noch so viel Luft hier. Wir können ja direkt noch welche definieren. Also, dann definieren wir doch gleich mal Bürogebiete. Bürogebiete waren das. Neben den Parks und so. Hallo Stimme, wo bist du? So, dann machen wir hier noch ein bisschen Büro hin. Den könnte ich gleich ein bisschen Fußball mitgucken. Ja. Und dann brauchen wir da noch eine Straße. Ich glaube, das war alles zu steil. So ist es. Und wie sieht das hier aus? Auch zu steil. Also können wir das ruhig alles mit Bürogebieten zukleistern dann. So. Wie viele Einwohner haben wir? 73.000. Warum haben wir hier Verlust? Woran liegt das? Da müssen wir mal in unsere Finanzen reingucken. Nee, das ist der Bodenrichtwert. Wo sind die Finanzen? Habe ich die nicht hier irgendwo? Da, nicht? Oder? Wirtschaft. Ja, genau. Also. Steuern. Budget.
Wo machen wir Minus? Wir haben 155.000 Einnahmen, wir haben 155.000 Ausgaben, davon der größte Posten für die Feuerwehr und für das Gesundheitswesen. Das muss aber so sein. Dann haben wir 18.000 Einnahmen. Ja, es ist ja nicht viel Unterschied. Also wir müssen halt nur ein bisschen dafür sorgen, dass da mehr Gewerbe und Büro kommen. Dann geht das auch schon wieder. Jetzt sind wir nur noch bei 3.000. Alles kein Problem. Und es wird schon wieder fleißig. Haben wir die gerade gesetzt? Ja, ne? Ja, haben wir gerade gesetzt. Und es wird fleißig gebaut an Gewerbe. Prima sieht das aus. Nee, nicht an Gewerbe, an Büro wird gebaut. So. Okay, da könnten wir vielleicht mal auch daran gehen und mal gucken, ob wir nicht noch eine großzügige Erweiterung machen. Hier ist jetzt schon mal alles gut besucht von Autos. Wo haben wir denn jetzt die Staus überhaupt? Gucken wir mal. Also, das läuft alles prima. Hier in diesem Industriegebiet sind viel Staus, die werden aber verschwinden, wenn wir das Industriegebiet auflösen. Ansonsten ist mit unseren Einstellungen von dem Straßenmanager, von dem Traffic Manager eigentlich alles prima im Moment. Wo sich hier staut, sind die Straßenbahnen, das ist aber kein Problem. Das heißt das nur, dass viele Straßenbahnen unterwegs sind. Oder dass sie an Haltestellen stehen. Hier könnte man natürlich auch noch erweitern. Dieses ganze Siedlungsgebiet hier. So. Dann mache ich mal eine Zeitmarke hier, die ich jetzt dann rausgeschnitten habe. Denke ich mal. Denn beim letzten Mal ist es passiert, dass, also wenn der beim Speichern so hakt oder was auch immer oder zwischendurch, dass dann mal der Ton oder dass das Bild nicht aufgenommen wird und dann der Ton halt, da rede ich dann drüber und ja, dann ist es nicht mehr synchron. Ist auch bei Minecraft schon passiert. Sollte eigentlich nicht sein, aber es fällt dann schon ab und zu auf. So, was wollte ich? Hier wollte ich was bauen, ne? Also hier haben wir dann Wohnungen und Büros. So. Wollen wir mal gucken, dass wir hier, also mit den Staus, das ist prima. Also, dass sie nicht da sind, meine ich. Ich wollte ja hier diese Autobahn eigentlich erhöht bauen. Das habe ich hier auch nicht gemacht. Hier unten haben wir es gemacht, ne? Ja. Oder? Nee, habe ich auch nicht gemacht. Das sind alles Sachen, die ich machen wollte. Hier hinten müssen wir das dann aber zum Teil nochmal nachholen dann. Also werden wir erstmal hier so ein paar Straßen hinsetzen. Wie sieht das überhaupt aus? Die Geografie ist ein bisschen diffizil da in der Ecke, glaube ich. Wo ist jetzt wieder meine? Da ist sie. Die Orographie, die ist sehr diffizil. Also lassen wir das mal an der Stelle. Wo können wir denn noch erweitern? Wenn wir jetzt hier hinten... Ach ja, ich hatte ja gesagt, ich wollte eine Autobahn hier so gerade durchbauen. Die dann hier weiterführt und wo es dann vielleicht hier so ein paar... Hier ist also viel zu steil. Hier ist viel zu steil. Hier kannst du gar nichts hinbauen. Nee, das wird nichts mit den Siedlungen. Wir müssen tatsächlich mal Richtung Hafen. Ach, wir machen hier mal. Überlegen uns mal ein Freizeitgebiet. Wie sieht denn das jetzt aus mit der Verdreckung hier, mit der Verschmutzung? Ist denn das jetzt einigermaßen immer noch ziemlich verdreckt? Alles hier. Das ist ja egal, das geht ja dann weg nachher. In Abu Dhabi, das müssen wir auch noch umbenennen. So, was ist jetzt hier mit unserem... Das ist der uralte Dreck, ja, den man... Das ist das. Wo sind jetzt meine Abwasser?
Die habe ich doch da hinten auch irgendwo gehabt. Hier hinten sind sie. Also das ist ja das geklärte Abwasser. Das ist ja nicht so ganz so schlimm. Aber wir hatten ja ganz am Anfang, hat man ja immer bei diesem Spiel zu wenig Geld für Kläranlage und auch noch nicht die Qualifikation dafür. Dann wird das alles ins Meer gespült. Wenn jetzt die Meeresströmungen natürlich so sind, dass sich das hier sammelt, wo ich eigentlich meine Badestrände machen möchte, oder machen wir dann halt den Badestrand hier ganz am Rand. Wie sieht denn das hier aus? Machen wir das mal weg hier. Gucken uns das mal an. Hier haben wir so alte. Ah, das ist doch gleich idyllisch. Sollen wir hier so einen Badestrand hinmachen oder so? Oder so ein Kiesstrand. Auf jeden Fall hier so ein Hotelgebiet. Das würde schon mal ganz gut sein. Da sind wir zwar völlig am Rande dann hier von da. Hier ist auch noch so eine alte Ruine. Da kommt man gar nicht hin. Ne? Das ist überhaupt das Letzte, was wir hier kaufen können. Und ich möchte auch nicht jetzt hier dieses... Ja, ist klar. Wir haben also nichts mehr. Wir können also alles kaufen. Und ich möchte... Wir können aber da unten nicht weiter. Ja, das ist der einzige Strand, den wir haben. Hier oben. Oder baue ich da trotzdem? Ja, kommen dann die Leute? Ist ja die Frage. Hier unten haben wir ja auch noch so ein bisschen Strand. Also ich mache erstmal hier unten ein Urlaubsgebiet hin. Das heißt, das wird natürlich ganz am Rande. Ich möchte, es gibt ja so eine Modifikation, mit der ich dann halt auch wirklich alle Kacheln kaufen kann. Auch die weiter am Rand liegenden, ja. Es sind ja noch etliche da. Aber hier ist zum Beispiel bei uns jetzt schon Schluss. Hier ist auch schon Schluss. Ich kann das noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Kacheln kaufen. Weiter geht das nicht. Dann habe ich aber auch eine ganze Menge Kacheln schon. Ja, wir müssen also wirklich sehen, dass wir hier alles noch voll bauen. Oder hier, weil es hier hinten doch zu steil wird. Oder da kann man dann halt irgendwelche Siedlungen für besser verdienende, ja, wie das halt immer so ist, die liegen dann ja ein bisschen in einer schöneren Landschaft auf dem Berg oder was, was haben wir denn hier schöne Sachen. Also hier kann man zum Beispiel hier noch was bauen, oder hier ist ja auch relativ flach. Was ist denn das hier? Das ist auch Öl. Na, das lassen wir mal in der Erde. Ja, da könnte man also noch sehr viel hinbauen. Ich gucke mir das nochmal an. Auch hier hinten links kann ich auch noch dazu kaufen. Wo habe ich jetzt geguckt? Das war hier, ne? Ne, da hatte ich geguckt. Also hier, hier hinten kann ich ja noch fleißig dazu kaufen. Wie sieht denn das da aus? Es ist dann auch nicht ganz so arg steil. Da könnte man zum Beispiel hier noch eine Autobahn am Rand dann bauen. Ach, hör doch auf mit deinen Windows-Einstellungen da, mein lieber Windows. Immer wenn ich aufnehme, weißt du, das ist schon relativ so. Jammer, zum Beispiel so eine alte Burgruine. Da könnte man dann auch so idyllische Bergdörfer bauen oder wie auch immer. Wo dann Leute wohnen, und hier haben wir Wasserfälle, und da könnte man und könnte man und könnte man so hier oben zum Beispiel eine Bergsiedlung, wo dann wirklich nur kleine Häuser stehen. Ach, wisst ihr was, das machen wir gleich mal hier. Ich weiß zwar noch nicht, wie ich die anbinde, oder ne, lassen wir erstmal. Wir haben ja hier noch, wir brauchen jetzt wieder Büros, sagt er. Dann haben wir zum Beispiel hier noch Büroflächen. Was können wir denn hier bauen? Sind das Büroflächen oder Wohnflächen? Das
Sieht erstmal nach Wohnfläche aus, aber wir haben zum Beispiel hier noch Büroflächenmöglichkeiten zu bauen.